Six Days in Fallujah ist ein atemberaubender neuer Taktik-Ego-Shooter, der sowohl authentisch als auch dokumentarisch ist. Das Spiel bietet uns die Möglichkeit, die intensiven und dramatischen Ereignisse der zweiten Schlacht von Fallujah im Irak nachzuvollziehen. Six Days wurde mit der Unterstützung von mehr als 100 Marines und Soldaten entwickelt, die während der zweiten Schlacht von Fallujah im Dienst waren. Ihre Erfahrungen und Erkenntnisse haben dazu beigetragen, dass das Spiel die Realität der Schlacht so authentisch wie möglich wiedergibt. Hallo Internet, hallo Andreas. Willkommen zu Hause, schön, dass du da bist und dir Zeit nimmst für dieses Video. Bevor ich zu den Details von Six Days komme, werde ich euch noch kurz etwas über den Sponsor meines Kanals erzählen, Instant Gaming. Dort könnt ihr euch Six Days übrigens über meinen Affiliate-Link in der Videobeschreibung zu einem fairen Preis klar machen. Instant Gaming steht nicht nur für günstige Preise, sondern sie stehen auch für Fairness, sowohl gegenüber Spielern als auch Indie-Entwicklern. Ihre Spiele-Keys stammen direkt von Industriepartnern und nicht von irgendwelchen zwielichtigen Quellen. Über 10.000 Spiele Tendenz steigen stehen bei Instant Gaming zur Auswahl. Ihr bekommt neben Indie-Perlen auch die neuesten AAA-Games, PlayStation-Guthabenkarten und vieles mehr. Die vielen positiven Bewertungen auf Trustpilot sprechen übrigens auch eine sehr deutliche Sprache. Checkt unbedingt den ersten Link in der Videobeschreibung, wenn ihr euch und eurem Geldbeutel was Gutes tun wollt und wenn ihr den Channel supporten wollt. Danke für eure Unterstützung und jetzt weiter im Text. Dass Six Days in Fallujah im Jahr 2023 im Early Access erscheint, war nicht immer sicher. Das Spiel behandelt nicht nur ein sehr ernstes Thema, auch die Entwicklung stand lange unter keinem guten Stern. Was ist da also genau im Detail passiert? This game offers a vivid depiction of one of the fiercest battles of the Iraq War, the fight for the city of Fallujah. And many US military families say the game goes too far. Die Prämisse des Spiels war 2009 Gegenstand einer Kontroverse, bei der Fragen zur Angemessenheit von dem Titel aufgeworfen wurden, insbesondere angesichts der Tatsache, dass die Ereignisse von 2004, auf denen das Spiel basiert, zu dieser Zeit noch nicht so lange zurücklagen. Die Wunden, die die Ereignisse in Fallujah in der amerikanischen Gesellschaft hinterlassen haben, waren noch lange nicht verheilt. Und den Entwicklern wurde vorgeworfen, das Thema zu trivialisieren und das Spiel nur zum reinen Entertainment veröffentlichen zu wollen und sozusagen aus dem Leiden, das in Fallujah passiert ist, Kapital zu schlagen. Jetzt haben wir das Spiel ja endlich und ich meine, wenn ich das Spiel jetzt so betrachte, wie es ist und unter den Bedingungen, dass Hunderte von Leuten herangezogen wurden als Berater, die wirklich vor Ort waren, egal ob das Marines waren, andere Soldaten oder irakische Einheimische, da muss man sagen, sind diese Vorwürfe schon ein bisschen haltlos gewesen. Und das hat sich jetzt auch bestätigt, nachdem ich das Spiel ausführlich gespielt habe. Die Entwickler gehen alles andere als trivial oder verantwortungslos mit dem Thema um. Ganz im Gegenteil, ich glaube, die Entwickler, die hinter dem Spiel stehen, die wissen um die Verantwortung bei dieser Thematik und es ist wirklich erstaunlich, wie authentisch dieses Spiel rüberkommt. Ganz im Gegensatz zu den Titeln, denen man diesen Vorwurf eigentlich wirklich machen könnte, nämlich den ganzen Call of Duties und Medal of Honors da draußen, die das Ganze eben in Anführungszeichen verharmlosen und daraus so eine Art Hollywood-Actionfilm machen. Aber eben wahrscheinlich genau deswegen, weil Six Days die Thematik eben nicht trivialisiert und nicht glorifiziert, ist es eben nicht so, sag ich mal, eine gute Werbung für die Armee, wenn es darum geht, neue Rekruten für die eigene Sache zu gewinnen. Aber das ist vielleicht das Thema für ein anderes Video. Der ursprüngliche Release sollte eigentlich 2010 sein und das Spiel sollte vom japanischen Publisher Konami veröffentlicht werden. Doch im April 2009, da teilte Konami der Presse mit, dass das Spiel aufgrund der Kontroverse in Amerika nun nicht mehr veröffentlicht wird. Nachdem das ursprüngliche Studio Atomic Games 2011 in Konkurs ging, wurde das Spiel dann bis 2016 auf Eis gelegt. Aber wir wissen ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Im Februar 2021 wurde dann nämlich bekannt gegeben, dass sich das Spiel nun bei Highwire Games
Games, einem Team aus ehemaligen Halo- und Destiny-Entwicklern, wieder in der Entwicklung befindet. Six Days in Fallujah wird nun also als erstes auf dem PC im Early Access released, gefolgt von PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X und S im Jahr 2024, wenn das Spiel dann fertig entwickelt ist und den Early Access auf dem PC verlässt. Six Days in Fallujah will aber neben dem realen Hintergrund auch eine Vielzahl von einzigartigen Spielelementen bieten, das es von anderen Ego-Shootern abhebt. Wenn man das erste Mal von Six Days hört, dann denkt man vielleicht als erstes an so etwas wie Insurgency Sandstorm, PvP ist im Zentrum, Insurgents gegen Marines und so weiter und so fort. Aber das ist hier nicht so. Der Fokus liegt hier auf einem taktischen Koop-Erlebnis für bis zu 4 Spieler, bei dem Koordination und Nerven entscheidend sind. Spieler müssen als Team zusammenarbeiten, sich vorsichtig bewegen und ständig wachsam sein, um die unberechenbaren Attacken der KI-Gegner zu überleben. Die Marines wussten damals nie, was hinter der nächsten Tür auf sie wartet, und Six Days möchte dieses beängstigende Szenario für die Spieler ebenfalls nachstellen. Jedes Mal, wenn man eine neue Mission beginnt, unterscheidet sich das Innere und das Äußere von Gebäuden, da es random generiert wird. Feinde nehmen neue Positionen ein und sorgen dafür, dass man die Map sozusagen nicht auswendig lernen kann. Genauso wie in einer echten Schlacht weiß man also nie, was einen als nächstes erwartet. Rambo-Taktiken funktionieren hier absolut nicht, denn die Ballistik ist sehr realistisch und der kleinste Fehler wird brutal bestraft. Wenn man zum Beispiel verwundet wird, muss man sich erst zurückziehen, innehalten und der eigene Soldat überprüft seine Wunden, bevor Maßnahmen vorgenommen werden können. Ist es zum Beispiel nur ein Streifschuss oder nur der Schreck gewesen, dann kann man sich gut selbst versorgen. Hat man allerdings mehr Schaden genommen und eine gefährlichere Verletzung, muss ein Teammitglied schnell eingreifen und die Verletzung verarzten. Man ist also stets auf seine Kameraden angewiesen und muss gegenseitig aufeinander Rücksicht nehmen und aufpassen. Im Gegensatz zu anderen Ego-Shootern und Koop-Spielen können sich die KI-Feinde in Six Days frei auf dem Schlachtfeld bewegen und eine Vielzahl von Taktiken gegen uns einsetzen. Sie jagen uns, flankieren, locken uns in Hinterhalte und führen koordinierte Angriffe gegen uns durch. Ohne eine gute Kommunikation sind die Überlebenschancen verschwindend gering. Ein Mikrofon ist daher absolut Pflicht für dieses Spiel. Später sollen aber auch noch KI-Teammitglieder folgen, aber in der jetzigen Early Access-Version sind diese natürlich noch nicht enthalten. Man kann das Spiel zwar solo starten, aber dann ist man komplett auf sich alleine gestellt. Aber ich empfehle es tatsächlich, das mal auszuprobieren, denn es ist eine intensive Erfahrung, die man eigentlich nur mit einem Horrorgame vergleichen könnte. Die Atmosphäre ist wirklich so dicht. Zum Start enthält Six Days in Fallujah 4 kooperative 4-Spieler-Missionen, die auf den Ereignissen der ersten beiden Tage im nördlichen Teil der Stadt basieren. Diese Missionen sind auf Stadtkarten angesiedelt, die jedes Mal, wenn das Spiel gespielt wird, prozedural generiert werden. Im Laufe der Early Access Phase werden dann wie angesprochen KI-gesteuerte Teamkameraden, weitere Koop-Missionen, spezielle Operator-Missionen, weitere Truppennationalitäten und eine Einzelspieler-Kampagne hinzugefügt. Außerdem werden viele neue Variablen in jede dieser Missionen Simulationen eingebaut, wie zum Beispiel Nachteinsätze, Wettereffekte, neue Gebäude, mehr Gegnertypen, Zivilisten und noch einiges mehr. Besonders die Anwesenheit von Zivilisten könnte das Spiel noch unberechenbarer machen, denn die Fähigkeit der Aufständischen ist es, sich unter diese Zivilisten zu mischen, und das führt zu krass komplexen und chaotischen Momenten in der Schlacht. Und ich kann es nicht oft genug sagen, das Spiel hat eine absolut krasse Atmosphäre, wie ich es selten erlebt habe in einem Spiel. Egal, ob es eben die Ballistik der Waffen ist, die unfassbar realistische Geräuschkulisse oder wie der Sound auch technisch funktioniert. Das merkt man vor allen Dingen, wenn man von einem Außenareal nach innen geht. Der Sound ist beängstigend real und für mich das Highlight des Spiels. Es löst aus meiner Sicht Insurgency Sandstorm und Squad komplett ab, wenn es darum geht, eine extrem authentische Soundkulisse zu erschaffen.
Und auch sonst ist Six Days in Fallujah eigentlich ein sehr hübsches Spiel. Die Grafik, Texturen und Architektur wirken trotz der zufallsgenerierten Schauplätze unfassbar detailliert und stimmig. Alles wirkt hier aus einem Guss und aus einer Game Designer Sicht kann ich hier nur sagen, Hut ab. Das Spiel läuft außerdem hervorragend auf meiner Hardware und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was da noch kommen wird. Einen Kritikpunkt habe ich allerdings, was die Präsentation des Spiels angeht, nämlich ein paar der Animationen wirken tatsächlich noch sehr hölzern, wie zum Beispiel das Nachladen oder das Vaulten, und auch hier und da gibt es ein paar Animationen, die jetzt noch ein bisschen rough sind, aber ich denke, das ist nichts, was man nicht innerhalb vom Early Access beheben und verbessern kann. Neben den Animationen gibt es aber noch einen anderen Kritikpunkt und dieser betrifft den Umfang des Spiels. Der Early Access kommt mit nur einer Handvoll Missionen daher und ich hoffe, dass die Entwickler auf das Versprechen hin, bis zum fertigen Release im Jahr 2024 noch viele Inhalte hinzuzufügen, inklusive einer Singleplayer-Kampagne, schnell auch Taten folgen lassen. Denn der Preis von fast 40 Euro ist schon happig jetzt am Anfang für den Early Access und dafür bietet das Game wirklich nicht sehr viel Umfang, um ehrlich zu sein. Aber da die Basis jetzt schon sehr gut ist und die Entwickler das Spiel nach all den Jahren der Probleme und eingangs erwähnten Empörung in den amerikanischen Medien nicht aufgegeben haben, ist für mich wirklich ein gutes Zeichen. Aber warten wir mal ab, was da noch kommen wird. Falls es irgendwelche größeren Updates demnächst geben wird, werde ich euch dann natürlich auf dem Laufenden halten, hier auf dem Channel oder natürlich im Livestream. Im November 2004, mitten im Irakkrieg, fanden die US-Truppen und ihre Verbündeten sich in einem gnadenlosen urbanen Gefecht wieder, das in die Geschichte eingehen sollte. Das Ziel, die Stadt Fallujah von aufständischen Al-Qaida-Kämpfern zu befreien. Die Mission war ein verzweifelter Versuch, die aufkeimende Gewalt im neu befreiten Irak einzudämmen und die Kontrolle zurückzugewinnen. In den engen Straßen und labyrinthartigen Gebäuden von Fallujah war jeder Schritt gefährlich, jede Ecke konnte Tod und Zerstörung bedeuten. Für die Soldaten war es nicht nur ein Kampf gegen einen unsichtbaren Feind, sondern auch gegen die Angst, die in jeder Sekunde überwältigend sein konnte. Six Days in Fallujah versuchte diese unsagbare Spannung und das Gefühl des Unbekannten, das die Soldaten erlebt haben, einzufangen und in einer interaktiven Erfahrung darzustellen. Das Spiel ist ein Fenster in eine Zeit, die von Opfern geprägt war. Durch die Augen derer, die dabei waren, lässt es uns jetzt einen kleinen Einblick in die erschütternde Realität des Kriegs gewinnen. In der Welt von Six Days in Fallujah erleben wir nicht nur die Geschichten der Soldaten, sondern auch die der unschuldigen Zivilisten, die mitten in diesem Albtraum gefangen waren. Ihre Geschichten sind genauso wichtig und erinnern uns daran, dass Krieg nie nur schwarz und weiß ist, sondern voller Grautöne und Komplexität. Daher ist das Spiel nicht nur eine Anerkennung an die Tapferkeit der Soldaten oder eine Glorifizierung. Im Gegenteil. Es ist eine Mahnung an die Schrecken des Krieges. Es ist ein Versuch, die Geschichte aufrichtig und ungeschönt zu bewahren, damit sie nicht vergessen wird und wir daraus lernen können. Denn nur wenn wir die Vergangenheit verstehen können, können wir auch darauf hoffen, eine bessere Zukunft zu erschaffen. Wenn dir das Video gefallen hat, Daumen nach oben, wenn nicht, ein Daumen nach unten. Über ein Abo freut sich der Algorithmus, aber der Pazifist in dir ganz besonders. Danke für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.